Wolfsburg und damit vierter deutscher Meister in der zweiten B-Klasse. Und wenn ich sage deutscher Meister, dann möchte ich Sie darauf hinweisen, dass in 14 Tagen am 29. und 30. November 2014 hier in Mannheim in der GTG-Halle, das ist die Sporthalle am Herzenried-Schwimmbad, die 14. internationale deutsche Meisterschaft im Indoor-Kunstfliegen ist. Kommen Sie vorbei, schauen Sie zu. Der nächste Pilot ist nämlich auch ein deutscher Meister, der amtierende deutsche Meister im A-Programm, also im schwierigsten Programm, zeigt uns jetzt ein Air-Musical. Das ist neben dem normalen Kunstflug auch eine Disziplin bei der deutschen Meisterschaft. Das ist der Markus Zollitsch aus Schifferstadt. Musik ab, bitte.